Olaf Schubert. Wetten, das vorbei? Gab vielleicht auch einige Höhepunkte. Was war dein Höhepunkt? Mein Höhepunkt war selbstverständlich die eigene Wette, die der Kandidaten, dass sie gewonnen haben, dass sie ihren Parcours fehlerfrei, unglaublich. Und ich hoffe natürlich, dass dann auch noch ein Höhepunkt heute Abend folgt. Welcher? Das weiß ich auch nicht, da bin ich gespannt. Da lasse ich mich jetzt gehen. Es soll ja angeblich noch gefeiert werden hier. Ja, eine Party habe ich auch von gehört. Ja. Die Wettkönige, die Sache mit den die Kanuten sozusagen, ja. Wie hast du das mitgekriegt? Das habe ich deutlich mitgekriegt übers Fernsehen. Das war ja außerhalb, das war gar nicht. Das Schwimmbad war extra außerhalb der Halle gebaut, raffiniert. Und toll, wie die Kinder das gemacht haben. Die Kinder sind eben einfach jung geblieben. Und da merkt man, mit Elan kann man unter Umständen sogar was erreichen. Ja, ein Signal, das Hoffnung nährt. Elan hat ja deine Berufskollegin, Frau aus Marzahn, auch gezeigt. Die ist kurzerhand mal rein in den Pool. Wie hast du das mitgekriegt? Das habe ich mitgekriegt, indem sie reingesprungen ist. Und da sieht man, Körper verdrängen einander. Sie hat das Wasser in dem Moment beiseite geschoben und da war Platz für sie. Da hat sie sich gut also ein guter Schlusssprung war das. Hast du damit gerechnet und was hast du gedacht? Ich habe nichts gedacht und ich habe auch nicht damit gerechnet. Denken ist nicht so meine Stärke. Ich habe mich da mehr so spontan emotional drauf eingelassen. Wir haben ja noch ein großes Highlight angekündigt bekommen, den Auftritt von Herrn Lanz mit den Chippendales. Wie ist das am Ende gewesen? Ja, mir hat gefallen, dass eine gewisse Züchtigkeit in der Choreografie war, dass weniger, man muss ja nicht immer blank ziehen und nun entfesselt das eigene Fleisch in die Linse dengeln. Also ich denke, das war eine Lösung im Interesse aller Menschen, auch im Interesse der Tiere.